und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die neue Art, die Crematogaster scutellaris. Und wie ihr hier schon seht, ich fütter sie gerade. Und das ist jetzt die letzte Fütterung, dann gehen die auch in die Winterruhe, weil ich die erstmal vor dem Versand erstmal noch ein bisschen füttern wollte. Und ja, genau. Hier rechts seht ihr zwei Wassertropfen, zwei kleine. Ganz links oben ist auch noch ein Wassertropfen. Auf der Alufolie ist Honigwasser und dort ist eine Schokoscherbe. Wie ihr bestimmt schon seht, ich habe die Welt von denen quasi etwas noch verschönert, damit die auch ein bisschen besser vielleicht sogar haben. Hier mit ein paar Plastikpflanzen. Und ja, genau. Hier noch ein paar Steine. Und das wird immer voller jetzt. Wirklich. Als erstes waren so circa, ich würde schätzen, 10 Arbeiterinnen draußen. Und ihr seht ja jetzt hier schon. Das wird richtig voll. Ja, vielleicht muss ich mal gucken, ob ich das schon hinkriege mit einer Zeitrafferaufnahme. Sonst mache ich das einfach beim nächsten Mal, weil ich schneide jetzt auch bald auf dem Computer. Und dann ist es auf jeden Fall besser. Genau, falls ihr es noch nicht wisst, aber ihr solltet das wissen, hier leben die halt drinnen in diesem Korknest. Hier unten ist sogar ein Freiraum, da habe ich mich ein bisschen gewundert. Die graben sich ja alles so hin, wie sie wollen und das finde ich eigentlich ziemlich schön. Ja, jetzt ist schon wieder ganz schön was los. Hier wird sehr viel getrunken. Und ja, falls ihr es auch noch nicht wisst, es ist eine südeuropäische Art mit einem etwas rötlichen Kopf. Und ich finde diese Art sehr schön. Und sie hat auch eine sehr schnelle Kolonieentwicklung. Wir können das Ganze hier mal drehen. Denn hier hinten ist das Nest von ihnen. Ja, so. Ich nehme jetzt mal die rote Folie ab und ich leuchte einmal mit der Taschenlampe rein. Vielleicht werden sie ein bisschen aufgeregt sein, aber ja, ich probiere es nachher nochmal mit den Makroaufnahmen und dann gucken wir jetzt mal direkt. So sieht das Ganze aus. Da ist die Königin. Jetzt habe ich die endlich mal gesehen. Ziemlich viele Arbeiterinnen. Ziemlich viel Brut an den Wänden. Und wirklich ziemlich viel Brut. Puppen sehe ich nicht, nur kleine Larven, was aber gut ist, da jetzt die Winterruhe kommt. Hier nochmal die Königin. Und ich will die Kleinen jetzt auch nicht ganz so lange stören. Ich würde mal sagen, wir machen noch einen kurzen Cut und dann geht es zu den Makroaufnahmen. Hey Leute, da bin ich wieder und das sind jetzt quasi die Makroaufnahmen, wie ihr hier quasi seht. Naja, sehr gut zu sehen ist es nicht. Viel Spiegelung. Und naja, anders geht's nicht. Hier ist wirklich viel Brut vorhanden. Die Königin habe ich aus den Augen verloren. Ach, hier unten ist auch wieder ein bisschen schlecht. Aber das kriegen wir schon so ein bisschen hin. Vielleicht, wenn ich es so mache. Oder mal die Taschenlampe aus. Ja, so funktioniert sogar fast noch ein bisschen hoch. Nur ein bisschen besser. Ich glaube, die Königin ist dort.
Ich kann es ja jetzt gleich nochmal einfügen. Dann seht ihr vielleicht besser, wo sie ist. Und hier. Ja. Genau, dann wieder ein kurzer Cut und dann geht's wieder in die Outworld quasi. Da bin ich wieder und ihr seht ja, es ist auf jeden Fall ordentlich was los. Und wirklich, also diese Art macht mir ziemlich viel Spaß. Sie geht jetzt bald in die Winterruhe. Oder jetzt, sie eigentlich ist sie schon in der Winterruhe, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Jetzt geht sie dann nach ganz oben zu meiner Messe Barbaros. Und ja, ich gebe ihr noch ein bisschen Wasser. Die tun nämlich gefühlt immer so, als hätten die 5 Jahre nichts bekommen. Dass sie jetzt dann vielleicht sogar dann genug Wasser haben erstmal. Das möchte ich auf jeden Fall jetzt für die Winterruhe. Und ups, so. Jetzt haben sie noch ein bisschen mehr Wasser. Und genau, dann würde ich sagen, das war's jetzt erstmal mit dem kurzen Video. Und wie ihr schon seht, die sind wirklich so, als hätten die jetzt 5 Jahre nichts mehr gegessen. Obwohl, die hatten genau ungefähr das gleiche, die hatten sogar noch eine Schokoscheibe mehr und mehr Honigwasser. Und das war vor 2 Tagen. Da haben die das auch alles bekommen. Und naja. Okay, genau. Dann würde ich erstmal sagen, das war's mit diesem Video und ciao, Leute.